Good day and bonjour. I'm Simon Hausner from Flukon GmbH, and this is just a quick video to demonstrate how the foam works here at a customer site, being installed at a pump test stand, which tests efficiencies of oil pumps. And if you would like to follow me, I'll show you around. Just like your application, which you tried to describe, this is a 80-liter reservoir containing, I think it is 0W20, so normal kind of motor oil. And we have added several hoses, including those two hoses that suck the oil through our machine. The foam was being installed right here. And then the hose brings back the aerated oil right into your reservoir. The pump is placed right here, and we give you exact description on where to place your injection hose so that the pump that you are testing gets the exact amount of gas that you want to insert into your test pump. The second way, or the second pair of hoses we installed, is right here for the gas content measurement. It's just a small little volume of oil that's being transported, and it's doing live measurement of the exact aeration or degree or gas concentration, however you will, that is within your tank. And it's live data. If you take a look, the foam can either be controlled in the standalone mode, so you can just switch it on, just like I'm doing right now. Just takes a few seconds and it starts. And now you have the gas concentration control right here, so you can decide, for example, you want to aerate your oil to 5%, which is volumetric percentage of gas. And as you can see, there's still some gas left inside the oil because we just finished shooting the other video. But you can set up a gas concentration, whatever you want. And now the foam goes ahead and aerates the oil according to your needs. And if you want to take a look, the oil is getting whiter and whiter, and there are small bubbles inside the oil, a fine air and oil dispersion that's taking place, and as you can see, it really goes quickly. And I can raise the CG set even more to, let's say, 10%, excuse me. And the foam will go ahead and continuously insert more gas into your oil. It's just a couple of minutes, and you have a stable, very stable dispersion of fine gas bubbles inside the oil. And then the foam will go ahead and show you the foam ready sign, and you will be ready to test the pump or whatever component you have you want to test, and insert the exact amount of gas you have to do for your testing. This goes from 0.5 volume percentage up to 25% of gas. And that's it. Thank you and merci. An Verbrennungsmotoren haben wir heutzutage auch durch die Drehung der Kurbelwelle mit aufgeschäumtem Öl im Motor zu rechnen. Das heißt, wir müssen diese Auswirkungen für den Schmierölkreislauf derart kennen und auslegen, dass der Verbrennungsmotor sauber geschmiert wird und nicht durch die Luftaufschäumung zu Schaden kommt. Hierfür haben wir einen Ölpumpenprüfstand an der Hochschule aufgebaut, mit dem wir genau diesen Zustand simulieren können.
Wir haben ein Aggregat, das erstmalig hier eingesetzt werden kann, von der Firma Flukon, eingesetzt, mit dem der Ölaufschäumungsgrad zwischen 1 und 20% dargestellt werden kann. Das Schöne dabei ist, dass wir die Wirkungsgrade jetzt auch mit Luftgehalt messen, und zwar dem Luftgehalt, der aufgeschäumt ist, zusätzlich zu dem, der eigentlich schon in Öl gelöst ist. Und wir können nun auch für unsere Simulationsergebnisse hier auf diese Kenntnisse zurückgreifen. Ja, hier am Prüfstand sehen wir das Ölaufschaumgerät im Hintergrund. Wir haben uns dafür entschieden, dieses Gerät separat aufzustellen, weil wir dann zusätzlich die Ölaufschäumung simulieren können. Unser Ölprüfbecken hat ca. 80 Liter, ist relativ groß für eine Ölpumpenuntersuchung. Aber die Aufschäumung an sich, so wie wir uns das vorgestellt haben, auch die Kooperation mit Flukon war sehr fruchtbar und das hat wirklich super geklappt. Wir haben sogar die Steuerung von dem Gerät in unserer Prüfstandssteuerung integriert und können somit von außen, also im sicheren Bereich, diesen Prüfstand betreiben. Die externe Lösung gefällt uns besonders gut, weil wir mit dieser externen Lösung, dass das Ölaufschäumgerät auch an anderen Prüfstellen zu nutzen ist, natürlich diese Multifunktionalität gerne nutzen. Haben Sie Interesse am Thema Ölverschäumung oder sind ebenfalls an der Bestückung Ihres Prüfstandes durch eine Foam interessiert? Dann melden Sie sich bei uns. Wir sind gern für Sie erreichbar, sowohl per E-Mail als auch per Telefon, und freuen uns auf Ihr Interesse.